Hallo Freund der Sonne, heute möchte ich dir mal 7 praktische Techniken für den ersten Eindruck mitgeben und mit diesem ersten Eindruck kannst du deinen Chef, deinen Schwarm oder wenn du willst auch eine ganze Truppe von Menschen beeinflussen und immer mehr Leute haben in letzter Zeit mir auch gesagt oder unten in die Kommentare geschrieben, Sebi, mach doch mal ein bisschen mehr zu Kommunikation und auch weil sie wissen, dass ich auch als Flirtcoach tätig bin und deswegen mache ich dieses Video hier zum Thema Kommunikation jetzt mal, wie du besser kommunizierst, wie du deinen ersten Eindruck verbesserst, weil dieses Thema extrem wichtig auch ist, damit du selbstbewusst und offen auf andere Menschen zugehen kannst, damit du die Dinge, die dir wirklich auf dem Herzen brennen, auch wirklich sagen kannst und nicht immer dieses Gefühl hast von wegen, kann ich das jetzt sagen, kann ich das tun, was denkt der andere über mich, also das, was ich dir heute mitgebe, wird dir garantiert helfen und wenn du mehr Videos in Zukunft zu diesem Thema willst, dann lass mir doch auch mal einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, solltest du sowieso machen, einfach mal hier unten klicken, wenn es auf eine der beiden Seiten, wenn es Fragen gibt, ab in die Kommentare, auch irgendwelche Videowünsche, Kritik, alles erwünscht und check die Infobox, dort gibt es 2 interessante Links mit kostenlosen weiterführenden Inhalten. Und jetzt lass uns aber direkt anfangen mit dem ersten Tipp und der erste Tipp für den ersten Eindruck, der fängt schon weit vor dem ersten Eindruck in einer bestimmten spezifischen Situation an und nämlich fängt er damit an, dass du allgemein daran arbeitest, offener zu werden, dass du allgemein daran arbeitest, kommunikativer zu werden oder dass du allgemein daran arbeitest, mit anderen Worten, deine Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Meistens ist es so, dass wir uns in bestimmten Bereichen relativ wohlfühlen. Ja, ich nehme hier mal das Konzept der Komfortzone. Also wenn wir uns zum Beispiel mit unseren Eltern unterhalten, kein Problem, fühle ich mich wohl. Wenn wir uns mit guten Freunden unterhalten, meistens zumindest fühle ich wohl. Ja, ist gut, ist innerhalb von meiner Komfortzone. Bei Bekannten kann es schon wieder ein bisschen schwieriger sein. Kann aber auch noch sein, dass ich mich da wohlfühle. Aber vielleicht bei bestimmten Bekannten, bei bestimmten Personen, beim Chef, bei sonst irgendjemand, ja, weiß vielleicht, die Menschen, deren Meinung dir besonders sehr wichtig ist, wo dir quasi der erste Eindruck auch sehr wichtig ist, bei denen ist es meistens schwieriger. Und was dir aber dabei hilft, ist es, allgemein kommunikativer zu werden, allgemein dir eine Attitüde anzugewöhnen, dass du offen auf Menschen zugehst, dass du dich mit Menschen unterhältst, nicht nur mit denen, bei denen du einen guten Eindruck hinterlassen willst, sondern dass du anfängst, dich insgesamt mit Menschen zu unterhalten, dass du den Busfahrer mal fragst, hatten sie einen schönen Tag, dass du ein freundliches, ich wünsche ihnen einen schönen Tag, der Kassiererin hinterher wirfst, also dass du quasi auch dich mit der alten Dame an der Bushaltestelle vielleicht unterhältst, wenn sie gerade guckt und sich nicht genau weiß, wann der Bus fährt, dass du einfach hingehst und sagst, ah, gucken Sie mal hier, da. Also, dass du dir einfach angewöhnst, offen auf egal welche Menschen zuzugehen. Denn diese Angewohnheit wird dir dann auch helfen, wird dir das Ganze wesentlich erleichtern, wenn du in einer Drucksituation bist. In meinen Flirt-Coachings zum Beispiel stelle ich immer wieder fest, dass Männer, wenn sie am Anfang zu mir kommen, meistens sehr verklemmt sind, weil sie zu sehr darauf fokussiert sind, dass vielleicht jetzt eine bestimmte Frau oder wenn Frauen zu mir kommen, dass ein bestimmter Mann auf sie positiv reagiert. Wenn, ich gebe dann immer Hausaufgaben und sage, okay, guck mal, mach sie mal zur Angewohnheit, sprich mal jeden Tag, egal was für eine Person an, egal ob Mann, Frau, alt, jung, völlig egal. Und schon bald wird dieses gesprächig werden zu einer Gewohnheit und schon bald natürlich auch noch mit ein paar anderen Kleinigkeiten verknüpft, fällt es Ihnen ganz, ganz einfach, Menschen, Frauen, Männer im Alltag anzusprechen. Kommen wir nun zum zweiten Tipp und der zweite Tipp ist so einfach, aber die wenigsten Menschen machen ihn. Und dieser Tipp ist, lache bzw. lächle. In dem Augenblick, in dem du auf einen anderen Menschen zugehst, lächle. Es gibt das Gesetz, das Spiegelgesetz, und das besagt, dass wir quasi die erstmal Emotionen von anderen Menschen automatisch übernehmen, manche Personen mehr, manche Personen weniger, dass wir Gefühlszustände von anderen Menschen automatisch übernehmen. Das bedeutet, wenn du auf eine Person zugehst und du bist unsicher und du guckst vielleicht ein bisschen grimmig oder du bist einfach, dann spiegelt dein Gegenüber genau das. Er spiegelt das, er verhält sich vielleicht auch ein bisschen unsicher, verhält sich vielleicht auch ein bisschen
zurückhaltend und du bekommst den Eindruck, okay, der hat keine Lust oder die hat keine Lust, sich mit mir zu unterhalten und dein eigenes Selbstbewusstsein geht in den Keller und du fühlst dich schlecht und das Ganze ist natürlich ein Teufelskreislauf, dadurch fühlst du dich schlechter, dadurch spiegelt die andere Person das wieder und ja, das Ganze geht automatisch in die Hose und hier, wenn du von Anfang an lächelst, wenn du egal auf welchen Menschen zugehst und freundlich strahlst, dann wirst du diesen ersten Eindruck meistens sehr, sehr gut meistern. Du kannst auch schon, bevor du auf eine Person zugehst, zu lächeln anfangen. Also nicht erst so grimmig, grimmig, grimmig und dann hallo. Das wird nicht funktionieren. Du kannst vielleicht schon vorher, wenn du weißt, okay, da kommt gleich mein Chef, grinst vorher mal eine Minute und wirst merken, dein ganzer emotionaler Zustand wird sich verändern. Es wird Leichtigkeit in dir einkehren und dir wird es wesentlich einfacher fallen, auf deinen Chef oder auf sonst jemanden zuzugehen. Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Und der nächste Tipp ist, sprich langsamer. Sprich langsamer ist deswegen wichtig, weil du dadurch auch erstmal dir selbst ein Zeichen gibst auf der emotionalen Ebene, alles ist in Ordnung, alles ist entspannt. Ganz oft wirst du bei dir selbst feststellen, wenn du dich selbst beobachtest, dass in Situationen, in denen du dich unter Druck fühlst, in denen du dich vielleicht unwohl fühlst, sprichst du automatisch schneller. Vielleicht auch deswegen, weil du Angst hast, dass du das, was du eigentlich sagen willst, nicht sagen kannst, weil dich jemand vorher unterbricht. Und deswegen, du kennst diese Menschen, die ganz schnell sprechen, und ganz schnell, dass sie niemand unterbrechen kann. Ja? Aber genau dadurch erweckst du einen Eindruck von Unsicherheit. Gar nicht bewusst, das Ganze findet auf einer sehr subtilen, unterbewussten Ebene statt. Also sprich langsamer, signalisier dir dadurch selbst erst einmal, alles locker, alles entspannt, alles gut. Und aber auch in der anderen Person wirst du genau dieses Gefühl triggern von alles locker, alles entspannt, alles gut. Okay? Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist, sprich laut. Das heißt jetzt nicht, dass du schreien sollst, das heißt einfach nur, dass du laut genug sprechen sollst. Also wenn du merkst, dass du irgendetwas sagst und die andere Person es immer so geht, vielleicht mit ihrem Ohr an sie hin oder so, so dann weißt du, du sprichst zu leise. Also gewöhn dir an, langsam, laut und natürlich deutlich zu sprechen. Dann, denn das erweckt eine gewisse Grundsicherheit, nicht nur in der anderen Person, nicht nur die andere Person fühlt diese Grundsicherheit bei dir, nein, du wirst dich selbst in diesen Modus der Grundsicherheit hineinbegeben. Jetzt eine wichtige Sache, die mir immer wieder auffällt, die viele Menschen nicht machen, die aber elementar ist, ist, halte Augenkontakt. Über Augenkontakt bauen wir Connection zu anderen Menschen auf. Über Augenkontakt bauen wir Verbindungen auf. Du wirst es auch immer wieder feststellen, dass sehr nervöse Menschen, die können dir quasi nicht wirklich in die Augen gucken. Die gucken immer und dann gucken sie sofort wieder weg, gucken immer wieder auf den Boden. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass sich das für dich total komisch anfühlt, dass du mit diesen Menschen keine wirkliche Verbindung, keine wirkliche Connection aufbauen kannst, sondern dass es im Gegenteil dazu führt, dass du dich auch komisch fühlst, dass du dich unsicher fühlst, dass du jetzt nicht genau weißt, wie du mit der Situation umgehen sollst. Also das Ganze funktioniert immer wechselseitig. Ja, ich stelle das in Flirt-Coachings immer wieder fest, ganz viele Männer, die machen das am Anfang nicht oder auch ganz viele Frauen machen es am Anfang nicht. Sie trauen sich weder einer Person, die ihnen gegenüber, die ihnen entgegenkommt, in die Augen zu schauen, aber sie trauen sich vor allem nicht, eine Person oder den Augenkontakt zu halten. Ja, sie beschreiben das immer von wegen, dass es sehr unangenehm ist. Es kann etwas unangenehm sein, aber sieh es einfach mal so, sieh es mal als Spannung. Das, was in dir entsteht, dieses unangenehme Gefühl, ist erstmal nur eine Spannung. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einen Flirt zu gestalten, dann ist Spannung etwas sehr Elementares. Dann willst du willst Spannung haben. Du willst Spannung auf keinen Fall verbannen. Und deswegen durch diesen Augenkontakt, durch dieses Halten der Spannung, kann diese Spannung wachsen, kann sich etablieren. Und wer weiß, was daraus werden kann. You never know until you know. Kommen wir nun zum letzten beiden Punkten. Vorher noch, wenn es dir jetzt schon gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal hier oder hier mal klicken und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so siehst du auch die Videos. Und jetzt die letzten beiden Punkte, nämlich ist der erste, hör zu und
frag nach. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich stelle das immer wieder bei Coaching-Teilnehmern fest. Bei mir war es früher genauso. Viele, die hören gar nicht wirklich zu, sondern während die andere Person spricht, denken sie darüber nach, was sie als nächstes sagen könnten. Das kommt auch daher, dass viele Menschen denken, sie müssten die ganze Zeit etwas ganz Besonderes sagen, sie müssten die ganze Zeit etwas ganz Besonderes tun. Aber das ist Quatsch. Im Idealfall ist es so, du hörst zu. Du hörst wirklich, wirklich zu. Und in dem Augenblick, in dem die andere Person aufhört, guckst du, welcher Impuls kommt automatisch in dir hoch und dann fängst du an zu sprechen. Das ist sehr natürlich und die andere Person merkt genau, dass du ihr zuhörst, dass du sie wertschätzt. Dadurch, durch dieses Zuhören, sie auch wertschätzt, die andere Person ausreden lässt. Und der zweite Punkt hierbei ist, dass du der anderen Person vielleicht sogar, wenn dich Dinge wirklich interessieren, frag nach. Bohr tiefer, dadurch kommst du auch automatisch weg von dieser reinen Informationsebene und du kommst auf eine tiefere Ebene. Wenn dir jemand erzählt, ich gehe gern tanzen, dann sag, okay, warum gehst du gern tanzen? Was gibt dir das für ein Gefühl, ja, wenn du tanzen gehst? Und dadurch kommst du automatisch tiefer und eine Connection kann entstehen. Und natürlich auch, wir sprechen jetzt nicht davon, dass das alles nach, wenn man sich eine Stunde unterhalten hat, sondern nein, das kann schon in den ersten 2-3 Minuten, wenn dieser erste Eindruck ja noch dabei ist, sich aufzubauen, dann kannst du das alles bereits anwenden und wirst die positiven Früchte garantiert sehen. Und der letzte Punkt, der ist auch elementar wichtig, nämlich erzähl von dir. Ich stelle es immer wieder auf Flirt-Coachings fest, dass das macht quasi jeder am Anfang, dass der Fragenmodus kommt. Ah, was machst du gerade? Ah, okay, cool. Was machst du sonst so? Ah, okay, cool. Was machst du, wenn du es nicht gerade machst? Ah, okay, cool. Und da arbeitest du? Und was arbeitest du? Und Fragen. Und für den Gegenüber fühlt sich das total unangenehm an. Und Frage an dich ist, oder hast du es schon mal erlebt, dass dich jemand mit Fragen gelöchert hat und dass du nur gedacht, hey, halt's Maul. Interessier mich nicht, erzähl mir was von dir. Ja, ich will, ich habe keine Lust auf Frage-Antwort-Spiel. Und genauso geht's deinem Gegenüber. Deswegen erzähl etwas von dir. Du kannst natürlich Fragen stellen, du solltest aber auch bei jeder Sache etwas über dich erzählen. Also wenn du zum Beispiel fragst, okay, welchen Job hast du? Und dein Gegenüber erzählt, ich mache dies und das und x, und dann kannst du sagen, ey, voll cool, sehr interessantes Ding. Bei mir ist es so, ich mache x, y, z. Also erzähl was von dir und erzähl vielleicht nicht nur ein bisschen an der Oberfläche, sondern gib vielleicht auch ein bisschen persönliche Informationen. Also anstatt zum Beispiel zu erzählen, ich gehe gern klettern, könntest du erzählen, hey, ich gehe gern klettern, weil ich bin früher auf dem Dorf aufgewachsen. Story von mir, ich bin früher auf dem Dorf aufgewachsen und als Kinder sind wir immer im Wald rumstravenzt und sind auf Bäume und Felsen hochgeklettert und ich fühle mich einfach erstmal total wohl, wenn ich in der Natur bin und auch am Felsen, das bringt mich immer wieder zurück in meine Jugend, in meine Kindheit. Es gibt mir ein geiles Gefühl, es gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Und jetzt Frage an dich, was wirkt wohl mehr, zu sagen, hey, ich gehe gern klettern oder diesen tieferen Eindruck zu geben? Und dadurch kann ein Eindruck entstehen. Denn Eindruck ist nicht unbedingt nur das, was natürlich die ersten paar Sekunden, die entscheiden dafür, dass eine gewisse Grundsympathie da ist oder nicht. Aber der erste Eindruck, der geht eigentlich noch viel, viel länger. Den ersten Eindruck, den kannst du ausbauen, den kannst du während des Gesprächs noch weiterhin ausbauen und dazu helfen dir diese Dinge, die ich dir vorgestellt habe. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und jetzt gibt es noch 2 Sachen. Einmal in der Infobox positives Denken für Praktiker Praxisguide. Den empfehle ich dir wärmstens, um dich mental erstmal positiv einzustellen. Und das brauchst du, diese positive Mentalität brauchst du, um grundsätzlich an dich zu glauben. Und zweitens, wenn du Hilfe dabei möchtest, bei dieser ganzen Sache, bei der Umsetzung, wenn du nicht nur an deinem ersten Eindruck arbeiten möchtest, wenn du vielleicht insgesamt selbstbewusster, offener, energiegeladener werden möchtest, wenn du endlich deine Ziele angehen möchtest, dann melde dich bei mir. Dann sollten wir uns mal unterhalten, wie das Ganze abläuft, denn ich möchte dir wirklich weiterhelfen und wie das Ganze abläuft, das erfährst du nochmal hier, wenn du auf den Link jetzt hier verlinkt irgendwo klickst. Wärmste Empfehlung von mir, 100%ig kostenlos, check it out.
Abonnier den Kanal hier, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und hier gibt es ein weiterführendes Video zu diesem Thema. Ich freue mich, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.